Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Stream mit mir, Let's Play Bilamba. Wir sind wieder mal bei der Pokémon Y Nuzlocke Challenge und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Wir haben einen Ort mittlerweile besorgt und ich bin mal sehr gespannt. Ich habe ein bisschen was rumprobiert. Ich habe nämlich noch von meinen alten Let's Player-Tagen noch ein altes Mikro hier stehen gehabt. Es hat nicht so ganz gut geklappt, deswegen hoffe ich, dass der Sound mit dem Kopfhörer-Mikro eigentlich voll in Ordnung geht. Ansonsten gerne in die Kommentare damit. Und ja, ich bin mal sehr gespannt. Wir haben jetzt was vor uns, und zwar dieses schöne dicke Relaxo. Und ich weiß nicht, ob es randomized ist. Das kann ich euch wirklich nicht sagen. Ich hoffe, dass es randomized ist. Ansonsten lassen wir uns mal überraschen. Ah, da seid ihr ja wieder. Sagt bloß, ihr habt es geschafft, die Pokéflöte zu besorgen. Ja. Bilamba überreicht dem Mann die Pokéflöte. Danke! Du bist hier der Einzige, der darauf spielen kann, nicht wahr? Es könnte sein, dass das Relaxo wütend wird und uns angreift, wenn wir es aufwecken. Seid ihr bereit? Nein. Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Ich weiß nämlich nicht, wen ich vorne habe. Ist jetzt ein bisschen, wieder ein paar Tage her. Schnappi. Ja, es könnte jetzt alles sein, ne? Aber, boah, wer hätte so ein Moveset, wo man sagen muss, der kriegt das hin? Schneckin, ja, ich könnte da drauf bleiben. Schauen wir nochmal. Ha. Huh. Ja, das ist jetzt eine Frage, ne? Ich würde mal wieder auf Venus gehen, denn Venus kann denjenigen welchen einschläfern. Da es ein stationäres Pokémon ist, ist es eigentlich wie ein geschenktes Pokémon. Wir können es also fangen. Es ist kein Encounter. Versuchen wir es mal. Es fühlt sich gut an, die Pokéflöte in der Hand zu halten. Ich glaub dir das. Diese Flöte in der Hand halten ist bestimmt für dich ganz schön. Um Gottes Willen, ey. So. Schauen wir einfach mal. Ich guck mal ganz kurz noch was nach. Lachs hat seine Augen weit aufgerissen, so gut es eben geht. So. Es ist nicht randomized, alles klar. Es ist Relaxo. Ich dachte, ich hätte es eingestellt, ne? Alles klar. Versuchen wir es mal. Oh, er wehrt's ab. Das kommt jetzt überraschend. Natürlich sind wir sofort paralysiert. Weil Baum. Ja. Ist ja klar. Okay, Relaxo powert sich ein bisschen hoch. Klar! Schlafpuder geht zum zweiten Mal daneben. Wenn sonst nichts ist. Wenn sonst nichts ist. Aha, jetzt triffst du endlich mal. Wir waren nicht paralysiert, das ist auch schon mal gut. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. War Rasierblatt speziell oder physisch? Ich weiß es gerade gar nicht. Rasierblatt. Aber wir sind natürlich langsamer. Relaxo schläft. Das kann gern so bleiben. Jo. Blauflammen. Gucken, was die bringen. Relaxo schläft weiter in Tiefenfest. Ich weiß nicht, ob er schon Erholung kann. Das wäre sehr belastend, wenn er das könnte. Das war akzeptabler Schaden. Er hat eine Citrubeere, oder? Natürlich hat er eine Citrubeere. Ja, machen wir nochmal Blauflammen, komm. Machen wir nochmal Blauflammen, das wird ordentlich Schaden machen, aber ich denke, er überlebt. Also ist es nicht schlimm. Also ich muss jetzt Relaxo nicht fangen, dass ich sagen muss, oh ja, ein Relaxo im Team. Das wäre doch mal was. Ah, siehst du mal. Also, alles perfekt. Alles perfekt. So. Dann würde ich sagen... Pokéball Flieg? Pokéball Flieg, ja. Pokéball Flieg. Ja, das hat nichts gebracht. Jetzt ist er noch aufgewacht. Probieren wir es weiter. Oder? Sollen wir nochmal... Wir gehen nochmal auf den Schlafpuder drauf. Upsala, das wollte ich gar nicht. So, Schlafpuder. Tackle. Das ist Damage, der okay ist. Wehrt's ab, Alter! Also Relaxo lebt nicht mehr als schlafen und wehrt sich gegen Schlafpuder. Das ist... Nein! Das ist ein Widerspruch in der Natur von Pokémon. Oh Mann, ey. So, er ist wieder eingeschlafen. Ich würde wieder einen Pokéball verwenden und dann schauen wir mal, wie es klappt. Yo, das bringt gar nichts. Ich möchte eigentlich keinen Superball verschwenden, aber er legt es ja drauf an. Er legt es ja wirklich drauf an. Dann ein Superball.
So, es bleibt einfach drin. Ja? Ja? Ja, also alles in Ordnung. Relaxo wurde gefangen. Ja, es ist jetzt eine gute Reserve, weil ins Team kommt er auf gar keinen Fall. Der ist wirklich ein absolutes Notfall-Pokémon. Wie gesagt, ich hätte eigentlich gedacht, dass ich stationären Pokémon getauscht hätte, dass die auch randomized sind. So ist es halt. Natürlich geben wir ihm Namen. Boah, wie nennt man Relaxo? Relaxo. Boah, Alter, keine Ahnung. Ich hab keinen Namen. Erinnert er mich an irgendwen? Keine Ahnung. Boah, ich weiß es nicht. Gibt's irgendwen Dickes, den man kennt? Wo man sagen muss, oh ja, klar. Wer ist nochmal der eine von Superbad? Der auch bei The Wolf of Wall Street mitgespielt hat, neben Leonardo DiCaprio. Ach Gott, der ist etwas dicker, der schwankt auch immer die ganze Zeit. Ich komme nicht drauf. Nicht Jesse Eisenberg, auf gar keinen Fall, das ist der nicht, aber... Wie heißt der denn nochmal, der Dicke? Der hat auch bei 21 Jump Street mitgespielt. Ich hoffe, ihr wisst mittlerweile, wer es ist. Ansonsten bitte in die Kommentare, um mir zu helfen. Fuck, der war neben Channing Tatum. Keine Ahnung. Nee, das wollte ich nicht. Wir nennen einfach Rolli. Und wir nennen ihn Rolli mit einem L, weil... Ja. Im Box Friedhof geschickt? Das wollte ich jetzt nicht. Wir holen dich da wieder raus, Rolli. Unglaublich, du hast Relaxo gefangen. Wiff, wiff. Oh. Das Einzige, was ich mit dieser Pokéfette machen kann, ist, sie zur Schau zu stellen. Aber du spielst ja schon auf ihr, seit du klein warst. Du entlockst ihr wahrlich einen lieblichen Klang. Sieht aus, als liebe auch mein Käufer auf den Klang dieser Flöte. Aber natürlich nicht so sehr, wie es meine fabelhaften Feuerwerke liebt. Das ist klar. Deswegen haut's auch ab während der Feuerwerke. Ja klar. Dein Flötenspiel klang früher irgendwie noch besser, um ehrlich zu sein. Ich überlasse dir die Flöte. Am besten übst du also einfach noch mehr. Ja. Ja, wortlos schreitet er davon. Kein scheiß Danke oder so. War das eben womöglich ein erster Schritt in Richtung Versöhnung. Wie dem auch sei, ich würde sagen, alles ist gut. Ich frage mich, was wohl jenseits der Brücke liegt, auf der Relaxo geschlafen hat. Ja, nochmal Story. Hey, Bilamba! Trovato Tomato meinte, er würde gerne die Pokémon-Pension sehen. Gehen wir zusammen. Ich wollte nicht rein. Ich wollte nochmal fucking nicht da rein. Und ihr so, ja, lass mal rein. Hier kümmert sich mit Freuden um deine Pokémon. Das ist nämlich die Pokémon-Pension. So ist es. Du kannst. Ich skipp das immer. Ganz ehrlich, jeder weiß, wie eine Pokémon-Pension funktioniert. Du packst ein Pokémon rein und es levelt hoch. Andermal. Und wenn du zwei hinterlässt, könnte es ein Ei produzieren. Ganz einfache Sache. Ja, ja, lauf dem hinterher. Wir belassen hier nichts. Wir belassen hier nichts dem Zufall. wir werden nur die Box ändern. Denn... Mew 1 und Dickkopf! Wir packen uns in Box 1. Das ist... Pass auf. Warte. Fast soweit. Jo, da geht er komplett raus. Gib mir einen Moment. Name. Nee, nicht Ersatz. Wir nennen sie Reserve. Reservebank. Jawollo. So. Na, wenn das nichts ist, oder? Die Reservebank. Das sind für all die, die richtig heiß drauf sind, bei Belam beim Team mitzuhelfen. Ich will nicht weiterarbeiten. So. Das war Relaxo, aber wir haben noch einen Encounter. Wir haben noch einen Encounter. Relaxo ist stationär, deswegen zählt er nicht. Und ich muss bei der nächsten Nuzlocke das auf jeden Fall ändern, dass Stationäre auch zufällig sind. Jetzt ist natürlich Venus paralysiert. Das macht aber nichts, denn wir haben einen Paraheiler, glaube ich, irgendwann mal geholt. Ja, da ist er doch. Zack. Und ich gehe nochmal auf den Trank. Nehmen wir den auch noch mit. Zack. Und dann sind wir bestens vorbereitet für den nächsten Encounter, auf den ich mich sehr freue. Wer ist es denn? Wer joint in dem Team? Es ist... Jo! Libeldra! Das werde ich in meinem Leben nicht fangen. Nicht mit fünf... Oh Gott! Wow! Das ist Dracheflug. Wir haben nichts, um ihn irgendwie zu schwächen. Nein, ich habe mich wieder verdrückt. Oh! Das wird keinen Schaden machen.
Doch, mehr als ich gedacht hätte. Oh, Sandgrab. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ja, das ist dauerhafter Schaden für uns. Wollen wir noch einen Rankenhieb probieren? Dann können wir ihn einschläfern. Nein, das gibt's doch nicht. Der war normal stark. Olli Beldra wäre so gut gewesen. Nein. Oh Gott. Ich hätte die Beldra so gut gebrauchen können. Meine Güte. Der hätte das Team mal richtig auf Vordermann gebracht. Ich dachte, war der nicht Flugdrache? Der fliegt doch, verdammte Axt. Weil er wahrscheinlich Bodendrache war. Und dann ist es natürlich normal effektiv. Oh Gott, nein. Das belastet mich ungemein. Boah. Eieieiei. Haben wir denn wenigstens Items hier, die wir mitnehmen können? Oh nein, wir haben ein Arktos-Phänomen wieder gehabt. Das gibt's doch einfach nicht. Ja, Schnappi, hier, ersetzt mal den Versager von Venus. Oh, Mann, ey. Libeldra, überlegt mal. Okay, du hast nichts zu sagen. Trovato, Tomato. Keine Items, du kannst bestimmt was. Ein hitziger Kampf wäre jetzt genau das Richtige, um meine Gefühle zum Kochen zu bringen. Ja, meine Gefühle kochen jetzt gerade auch, wenn ich daran denke, Libeldra im Team gehabt zu haben zu können. Ha. Grillmark. Okay, okay, ist okay. Kriegen wir hin. Grillmark ist jetzt kein Hindernis, wo ich sagen muss, oh nein, ein Grillmark. Vor allem nicht für unseren Schnappi. Level ist aber echt voll in Ordnung. Wir machen eine Lebensschelle, denn die ist sehr effektiv und sie schädigt seine Genauigkeit. Das heißt, potenzielle Angriffe könnten daneben gehen. Und ein Eschern ist schon daneben gegangen. Ich glaube, es verbrennt nur ein Eschern, ne? Ich glaube, es macht keinen Schaden. Aber ist egal, Sandgrab macht was. Oh, hätte es vielleicht sogar gereicht? Who knows? Who knows? Schnappi und Zoe ist besiegt. Dermaßen geschwitzt habe ich bei einem Pokémon schon lange nicht mehr. Dann nehme noch die Arme runter. So. Da ist wieder Trovato Tomato. Hier gibt es bestimmt Items, oder? Ja. Yeah. Schon wieder eine Sanftglocke. Die bringt mir echt nichts. Zumindest hier im jetzigen Stand nicht. Und wir haben einen Doppelkampf. Wen hätten wir denn daneben? Nehmen wir doch einfach Motor. Oder nehmen wir sogar Venus. Venus kann es wieder gut machen, denn wir brauchen Erfahrungspunkte. Dann zeigt mal, was ihr drauf hat, alte Männer. Alter Mann und alte junge Frau. Lass uns einen Kampf austragen, der so schön ist, dass er in Öl festgehalten werden sollte. Hui, wenn du uns Modell stündest, käme dabei bestimmt ein Meisterwerk heraus. Künstlerfamilie Ellie und Cam. Oh Gott! Ich wünsche mir gerade Libeldra zurück. Ja. Ich mache mal ganz kurz mir ein bisschen Wasser auf. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Meine Güte, das ist aber auch. Also, natürlich ist es mega Gardevoir. Natürlich. Holla die Waldfee. Was hätten wir denn dagegen? Wir hätten Biss gegen Gardevoir. Und wir hätten absolut gar nichts gegen Altaria, deswegen hau ich mit dem ab und hol mal den Motor rein. So. So sieht das doch gut aus. Oha, das geht ja schon gut los. Wir haben ein Libeldra verloren als Teammitglied und kriegen direkt so ein Mega-Team als... Oh. Was war das gerade für eine Attacke? Und warum war es gerade ein Volltreffer? Oha. Und jetzt kriegen wir so ein Mega-Team als Gegner. Oder die Waldfee. Nicht mal die Hälfte. Es könnte knapp werden, glaube ich. Wir machen es nochmal. Der Motor sollte auf jeden Fall noch eine Attacke überleben. Und der Donnerschock auf Altaria, der wahrscheinlich schon Dracheflug ist, deswegen nicht sehr effektiv, aber normal. Aber es paralysiert schon. Ich hätte nämlich sonst gesagt, Donnerwelle wäre auch eine Option. Aber Motor ist doch Geist-Elektro. Oder was ist der jetzt gerade für eine Form? Warum ist ein Konfusion nicht sehr effektiv? Komische Sache. Ah, ich wusste, dass er es überlebt. Arg! Das ist nicht gut. Ich muss tatsächlich jetzt mal einmal heilen, denn mir stirbt sonst Motor weg und das möchte ich echt nicht riskieren.
Ihr wisst ja, ein Item ist pro Kampf für jedes Pokémon erlaubt. Das ist in Ordnung. Sollte jetzt eigentlich nichts mehr passieren. Wir sind einfach nur gesaved. So, Gardevoir ist weg. Huh. Das wird aber auch gute Erfahrungspunkte bringen. Sehr, sehr gute. Yo. Das ist Schnappi. Und das ist Schnappi Level 20. Und Rotom ebenfalls Level 21. Und Venus auch. So kann das laufen. Oh, Gesang war gefährlich. Wir müssen nicht nochmal heilen. Haben wir was gegen den? Wir nehmen einfach mal Biss. Und für dich nehmen wir den Aufruhr. Und das sollte eigentlich vollkommen reichen. Ja. Ich würde sagen, Altaria hat keine Chance. Ja, das war's. Junge, Junge, was für ein Beginn. Wir sind 16 Minuten drin und dann haben wir direkt schon drei Hammer-Pokémon. Oh Gott, wie gern hätte ich Libeldra gehabt. Oh. Als ich damals Rubin und Saphir gespielt habe, als kleiner Bub selber ohne Let's Play, hatte ich einen Knackleon und dann Vibrava und dann Libeldra mir gemacht im Team und ich war da echt stolz drauf und fand das auch richtig gut. Deswegen waren da auch gerade emotionale Gefühle dabei, als dieses Libeldra draufgegangen ist. Oh Gott, und Venus Level 22, hey! Das eben war ein echtes Meisterwerk, den Kampf werde ich nie vergessen. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Oh Gott, kann ich nicht echt mal 5 Meter laufen, ohne dass die mir irgendwas vollbrabbeln wollen? Oh, Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Das kommt von der Kohlensäure. Navi Lamba, wusstest du, dass dieses Gebäude ein beliebter Ort zum Trainieren für Pokémon-Trainer ist? Man nennt es das Kampfschloss. Wenn ich noch mehr über Pokémon lerne, werde ich eines Tages nicht in der Lage sein, alle 8 Arenaleiter der Kalos-Region zu besiegen. Und das war jetzt ganz wichtig, mir zu erklären, ne? Ist hier noch ein Item? Ne, da sind nur die. So, dann können wir hier einfach vorbeilaufen. Keine Items für mich. Aber du willst bestimmt kämpfen. Okay, der hat schon geguckt. Dann packen wir dir noch den Smoker nach vorne. Und oh shit, es kann auch ein bisschen, falls im nächsten Doppelkampf was passiert. Und dann sind wir auch eigentlich ganz gut vorbereitet. So, diese weiße Leinwand macht mich ganz fertig. Ich bin blockiert. Ich kann nichts malen. Mann! Künstler Mia. Bummels. Na, Bummels schon jetzt mit der Fähigkeit, dass er nur alle 2 Runden angreifen kann? Ich meine nämlich schon. Nichtsdestotrotz sollte er nichts dagegen haben, Smoker irgendwie zu schaden. Ich weiß nicht, was das gerade für ein Leck war. Mach mir keine Angst, Spiel. Und das war nicht mal knapp. Ja, das war nicht mal knapp. Mia, Künstler wurde besiegt. Endlich habe ich die Blockade überwunden. Da ist sie wieder, meine Inspiration. Ich helfe gerne. So. Das war aber jetzt echt nicht... Alter, wirklich? Was ist das für eine Route? Wenn es euch nichts ausmacht, würde ich gerne mit euch allen zusammen einen Kampf austragen. Mal sehen, wie machen wir das am besten. Tirno und Trovato kämpfen zusammen gegen Bilamba und mich. Ja. Wir dürften ein gutes Team abgeben, meinst du dich auch? Immerhin sind wir Nachbarn. Das ist kein Kriterium. Ich hasse meine Nachbarn zum Beispiel. Yo, Trickefalo? Oh! Und die hat ein verdammtes Wingull nur. Okay. Okay. Schlammbart auf Motorpair. Ich meine, Trickefalo Unlicht? Hat er. Er hat nicht wirklich viel Radschutzschild eingesetzt. Yo, das war mal ein Biss! Das war mal ein Biss. Ist Motorpair Käferflug? Ich weiß es nicht. Ja, das war Wingull. Hoffentlich hat die noch ein anderes Pokémon, sonst sieht das echt schlecht für uns aus. Oh Gott, ey. Ist doch gut, ist doch okay. Es ist kein Schaden. Pliprin schickt Joey rein. Tackle auf Motorpill. Ja, moin, der hat Drachenwut! Nein! Oh Gott, nein! Ich hab Angst vor Drachenwut! Mewone! Oh Gott, wir müssen Trickefalo loswerden. Ja, mit Blubber bestimmt nicht, Mann. Das ist nicht sehr effektiv. Klick-die-Klack, natürlich. Die haben aber auch Mega-Pokémon gerade. Ich mach mal... Okay, Volker geht auf beide. Okay. Smoker kriegt den Biss ab, das ist in Ordnung.
zurückgeschreckt, natürlich. Und das war Piprin. Und Piprin, die hat wahrscheinlich kein zweites Pokémon mehr, ne? Also kein drittes. Ja, das war's. Wir haben ein Riesenproblem gerade. Ein Riesenproblem. Giftwolke. So. Sind beide vergiftet, das ist extrem gut. Es hat keine Wirkung auf Klick-Klick-Klos? Was ist das denn zum Beispiel? Natürlich ein Voll... Alter, was zum Geier geht hier gerade ab? Okay. Okay, okay, okay. Bitte setz keine Drachenwut ein. Oh, das könnte jetzt ganz bitter werden für uns. Ei, 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 ei. Okay, nur Biss. Oh, der stark, der... Klick-Diskus ist, sollte nicht sehr stark sein, weil nicht sehr effektiv. Oh Gott. Das Gift ist gut, aber... Ei, 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 ei. Wir machen Blauflamm. Geht nicht auf beide, aber auf Klick-Die-Klack. Nein, die Drachenwut! Schnecki! Nein, diese Drachenwut ist ja mal... Nein! Gott, wir haben ein Riesenproblem gerade. Wir haben ein Riesenproblem. Oh Gott. Oh Gott. Schnecki! Aufruhr. Aufruhr. Das wird nichts gegen Klick-Die-Klack bringen. Oh Gott, ein Energiefokus. Gegen Klick-Die-Klack wird es nichts bringen. Bitte keine Paralyse. Aber gegen Trikefalo sollte das enorm viel Schaden machen. Es reicht fast. Es reicht! Oh! Ich meine, wir haben Schnecki verloren. Das ist echt brutal gerade. Oh Mann. Oh Gott. Das sind gute Erfahrungspunkte, aber... Junge, Junge. Das war Schnecki. Ach Gott, ey. So. Der Kampf läuft automatisch ab, deswegen habe ich jetzt gerade einfach mal nur das jetzt schnell gemacht. So. Ich habe nicht mehr geguckt, was ist jetzt passiert? Okay, die Sinnebarriere kommt wirklich zum richtigen Augenblick. Klick die Klack. Ja, der Biss sollte eigentlich reichen, oder? Klammer. Ja, gut. Oh Gott, ey. Ein Trikefalo und dann hat die dann ein verpisstes Kack-Wingull und ein Bliprin, die nichts bringen. Stacy und Jessica. Sucht euch aus, wer ist. Mann, Trikefalo, ey. Lieb Heldra. Oh Gott, ey. Das hätte ganz böse enden können, ne? Also ohne Witz. Ist schon interessant, wie unterschiedlich die Kampfstile der einzelnen Trainer sind. Nun ja, ich schätze, als nächstes gehen wir da wohl nach Petrophia. Ich weiß, wo ich hingehe. Und zwar ins fucking Pokécenter, Mann. Das ist doch nicht wahr. Da werden wir hier auseinandergenommen. Erst nehmen wir die Beldra auseinander und dann... und dann, werden wir auseinandergenommen. Ach Gott, ey. Das heißt, ja. Schnecki, leb wohl, war schön mit dir. Und, hallo Relaxo, der, kein Teammitglied ist, auf gar keinen Fall. Der wird einfach nur dafür sein, dass wir, ja, einen Puffer haben. Sollte irgendeiner draufgehen können, haben wir sogar einen richtig guten Tank mit Relaxo. Das ist auch Fakt, ja. Der ist aber kein Teammitglied, also gewöhnt euch nicht so sehr an ihn, an unseren Rolli. Ja, oder ich weiß gar nicht, wie ich ihn genannt habe, keine Ahnung. So. Was kannst du denn, Rolli? Angriff hoch, Spezialverteidigung niedrig, das ist nicht so gut. Verhindert Vergiftungen ist sehr, sehr gut. Amnesie Schlecker. Der ist ein Tank, um Angriffe aufzuhalten. Nennen wir, wie es ist, also... Naja. Die anderen haben ein paar Beeren verloren, die ich denen gegeben habe, zur Sicherheit. Wir werden direkt was Neues ersetzen. So. Gauwebeere.
Füllt die Bären? Nein, nein. Sehr effektive Attacken? Nein, nein. Schwächt die sehr effektive Attacken des Angreifers vom Typ Gestein? Tja. Ich habe keine Ahnung. Sinnelbeeren. Wir haben sie. Wir geben sie. Oh shit, S. Und Motor. Und wir sind ganz arschig. Upsala. Wir sind ganz arschig und geben sogar Rolli eine, weil dann kriegt der nochmal, ja, einen kleinen Boost, wenn er mal irgendwie einen Treffer bekommt. Ist doch gut, dann hält er noch ein bisschen mehr aus. Und, ja. Auf geht's. Oh, Schnecki, ey. Ah, ist das schade. Das ist wirklich schade. Smoker bleibt vorne. Wir haben aber auch echt kein Glück gerade gehabt. Also wirklich, die hatte wirklich die größten Piss-Pokémon. Und dann kommt dann Klick-Di-Klack und ein Trickefalo, die uns komplett auseinandernehmen wollen. Meine Güte, ey. Schlecht hätte das Turnier nicht starten können. So, aus dem Weg, ihr Geringverdiener. Es gibt hier noch ein Item für mich. Zink! Ja. Aber ist Zink, war Zink nicht sogar in it? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Spezialverteidigung. Wer könnte es gebrauchen? Schnappi. Ich mag Schnappi. Schnappi muss stärker werden. Ja. So. Hier können wir nichts machen. Ist das eine neue Route? Hallo? Ist das eine neue Route? Was ist das hier? Zur Geolink-Höhle. Dies ist eine Abkürzung nach Petrophia. Ich kenne Abkürzungen. Die sind keine Abkürzungen. Wir können hier keinen neuen Encounter haben. Es kam keine neue Route. Schnüff. Ein Starmie! Ein Starmie wäre auch sehr geil gewesen. Psycho-Wasser. Also, es ist kein Psycho-Typ, glaube ich, aber es wäre gute Attackenkombination gewesen. Wirklich. Also, vor allem Wasser-Pokémon haben wir nicht. Deswegen. Persimbeere für uns. So. Und dann noch ein Item. Carbon. Junge, jetzt kriegen wir aber hier die Aufputschmittel aber richtig nachgeschmissen. So. Schöne Sache das. Ich gehe aber in die Höhle und das wäre ein neuer Counter, ne? Was bist du? Geolink-Höhle. So. Das Aufputschmittel Carbon ist Initiative diesmal. Schnappi! Ganz klar. Ganz klar Schnappi. Und dann geht's rein und wir haben die Geolink-Höhle als Zubat-Nest und ich würde sagen, wieder Venus nach vorne. Verkack's bitte diesmal nicht. Und dann schauen wir mal, was erwartet uns hier? Ein Porygon! Ja, das ist nett. Download. Angriff. Das ist eine gute Fähigkeit. Schlafpuder. Schlafpuder und dann schauen wir mal, vielleicht reicht ja ein Pokéball schon? Der schläft doch nicht. Wo schläft er denn? Der guckt doch einfach nur böse dabei. Ist der Gandalf? Mit geöffneten Augen schlafen? So, Pokéball. Er schläft wirklich, oder? Ah, das wäre aber auch schön gewesen gerade. Bleib doch einfach drin. Porygon. Es ist nicht gut, Porygon. Was machst du denn da? Ich möchte keinen Superball eigentlich verschwenden. Erstens mag ich den Pokéball, den Superball nicht vom Aussehen. Und zweitens, das ist ein Porygon auf Level 15 und schläft. Also ganz ehrlich, wie schwer soll das denn zu fangen sein? Aber offenbar sehr schwer. Psychstrahl! Oh, oh! Okay. Okay, okay. Ja, ist ja okay. Ist ja okay. Schlafpuder. Zack, und das ist noch kein Problem hier für uns. Oh Gott, ich möchte echt nicht hier einen Superball verwenden, aber ich glaube, ich muss. Ich werde es nochmal mit einem Pokéball probieren. Aber Bälle will ich natürlich auch nicht verschwenden. Die sind teuer und wir haben nicht so viel Kohle. Ich habe es irgendwie besser in Erinnerung, dass man viel mehr Kohle hat in Pokémon-Spielen. Ich weiß es nicht. Ja. Ja. Na, ich finde das voll okay, wa? Porygon wurde gefangen. Sehr, sehr gut. Porygon besteht komplett aus Computerdaten. Es kann sich frei in virtuellen Welten bewegen. Wir natürlich wollen wir einen Spitznamen geben und ich weiß auch schon welchen. Wir nennen ihn Poli. Denn Porygon basiert auf
Polygonen. Und wenn ich Polygon ihn nenne, dann werde ich den Namen immer auseinanderschmeißen mit Porygon und Polygon. Also nennen wir ihn einfach nur Poli. Und er ist auf die Reservebank geschickt worden. Das korrigieren wir jetzt nochmal. Es tut mir leid, dass ich jetzt nochmal kurz davon düse. Aber ich würde sagen, Rolli... nee, gut, das wollte ich jetzt nicht. Oh, aber wir hätten Toxipet haben können. Mein Gott, hätten wir... Naja, da hätten wir zumindest einen Encounter mehr gehabt im Team, weil Toxipet ist easy zu fangen. Aber die Beldra wäre auf jeden Fall die bessere Version gewesen, die ich in diesem Fall haben möchte. So, wir pacen hier mal richtig lang. Lass jucken, Junge. So. Wir könnten, glaube ich, auch ein paar Bälle nochmal holen. Heilen wir auch nochmal, komm. Es nützt ja nichts. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe mir ja zuletzt nochmal so ein Let's Play gegeben von Pokémon X oder Y damals, wie es aufgenommen wurde, ist richtig vom 3DS. Und ganz ehrlich, schaut euch mal die Let's Plays an. Das ist krass. Es ist wirklich krass, wie schlecht das Spiel auf dem 3DS aussieht und durch den Emulator hochskaliert wurde. Also das finde ich wirklich krass. Ja? Man weiß es gar nicht zu schätzen, wie gut dieses Spiel momentan hier aussieht. Wahnsinn. Wirklich, also es war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also die schwarzen Linien, alle, die ihr seht auf dem Pokémon. Wow. Und wir haben so ein beschissenes Wesen, das ist doch nicht wahr. Wir haben Spezialangriff runter und Initiative hoch. Oh nein, wir haben echt gar kein einziges gutes Pokémon. Wo ich sagen muss, oh ja. Das ist ein gutes Wesen, so richtig gut. Download passt Kraft entsprechende gegnerischen Statuswerten an. Heißt das, wenn ich stärker bin? Verliere ich was? Ich weiß es nicht. Hm. Schärfer. Anwender senkt die Polygonzahl, um Kanten zu erzeugen, die den Angriffswert erhöhen. Hört sich nett an. Psystrahl. Er hat keine Attacken außer Psystrahl. Okay. Schärfer. Und dann lassen wir das mal so. Er kann sich schneller machen, aber ich brauch's nicht. Haben wir denn was Nettes, um ihm was bei erstmal zu geben? Das wäre schon mal ganz gut. Sanftglocke bringt uns nichts. Kugelblitz, nope. Wundermulch, nope. Frosttafel, Stahl, nope. Dann... Er könnte Whirlpool lernen. Wir nehmen es auf jeden Fall, denn Poli hat so wenig Attacken, da kann er auch ruhig mal Whirlpool lernen. Und wir werden natürlich Umwandler wegmachen oder Umwandlung. Genau. Weil das ist wirklich so eine Random-Attacke, die kann ich in der Randomizer nicht gebrauchen. Wir haben Schlecker, wir haben Kreuzschere, Zerschneider und Mogelhieb. Mogelhieb ist normal. Wäre Step zumindest. Garantierter Schutz in der ersten Runde. Schlecker wäre speziell. Packen wir es mal mit ein, komm. Er braucht ein paar Attacken, der Jute. Schärfe Anwender senkt die Polygonzahl, um Kanten zu erzeugen, die den Angriffswert erhöhen. Da ist ja kein... Es bringt ja gar nichts. Also wirklich nicht. Poli ist ein spezieller Angreifer. Weg damit. Weg damit. So, Mogelhieb. Schlecker noch. Will ich dafür Agilität weghauen? Ich bin eigentlich echt keiner, der Agilität einsetzt. Ich bin nicht mal agil, deswegen... entspannte Körper und Energie. Aber der ist natürlich stark, ne? Der ist natürlich stark. Wir lassen's mal. Komm, wir lassen's mal. Ich werde es mal probieren. Ich werde wahrscheinlich kein einziges Mal einsetzen. Und da kann einer in den Chat schreiben, aber du hast es doch gar nicht verwendet. Ne? Okay, okay. ich brauche ein paar Pokebälle. So. Superbälle. Gehen wir mal auf 6. Dann haben wir das ein bisschen aufgefüllt. Einen Trank. Und Tränke auch. Dann haben wir ein Paraheiler verbraten. Und ich denke... Schutz. Schutz machen wir mal auch. So, haben wir gut das Geld weggeballert. Ist halt so, aber ich weiß wofür. Ja. Und... dann können wir jetzt auf einmal... Also die Level sind auf jeden Fall jetzt gerade ein bisschen happig, aber wir packen Poli nach vorne. Ah, wir haben kein Item gegeben, ne?
Poli hat auch kein Geschlecht. Müssen wir mitleben. gibst du die Pokémon, haltest diese von Verwirrung? Nee, ich gehe tatsächlich mit der Sinnelbeere wieder einmal. Und hoffe, dass Poli da gut mit klarkommt. Das Spiel hängt sich gerade ein bisschen, ne? Merkt ihr das auch gerade? Sicher ist sicher. Oh Gott. Aber wir haben 35 Minuten jetzt in diesem Stream schon verbracht, ne? Und was ist passiert? Wir wurden 5-mal angequatscht. Wegen fucking Story. Naja. Okay, Items gibt's keine. Hoch. Wir gehen. Bist du in der Lage, Pokémon gut aufzuziehen? Das will ich jetzt im Kampf herausfinden. Pokémon-Züchterin Max. Minun! Welchem Level bist du denn? Schafft der unser guter Poli das? Level 12. Angriff steigt. Machen wir doch einfach mal. Machen wir einfach mal den Psystrahl und gucken. Die Donnerwelle. Okay. Ist das der erste Moment, wo ich Agilität einsetzen würde? Das war kein guter Damage. Wow, das war überhaupt kein guter Damage. Okay, Agilität. Gucken wir mal, was es bringt. Ich bin mal sehr gespannt. Und ich würde es direkt, ich würde es nochmal einsetzen. Heuler, bringt es jetzt nicht schlimm? Wir sind paralysiert. Nochmal. Heuler, das ist auch nicht schlimm. Ich werde weiter aufs Psystrahl gehen oder auf Whirlpool. So. Hier sollte eigentlich die Donnerwelle ausgelöst, also aufgedingens sein. Whirlpool. Okay, Ruckzuckheb, da kann man nichts feststellen. Whirlpool. Sollte ein bisschen mehr Damage machen, oder? Nee, nicht viel, aber ein bisschen jetzt im Nachhinein. Das ist ein etwas längerer Kampf gerade, aber wir kriegen das hin. Das kriegen wir doch hin. Schon wieder Ruckzuckheb. Lass mich doch angreifen, Mann. Ich will wissen, ob es gereicht. Ja, natürlich Volltreffer. Und natürlich Paralyse. Weil, ist einfach so. Ja. Psystrahl. Hör auf, Ruckzuckheb einzusetzen! Psystrahl. Das war's, oder? Immer noch nicht. Der Whirlpool hat's aber jetzt beendet. Mann, 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 ey. Minun wurde besiegt. Minun wurde besiegt. Turbutz. Das ist ein legendäres Pokémon, das mir jetzt gerade ein bisschen Probleme bereitet. Boah, was bist du denn? Machen wir mal einen Mogelhieb. Es ist fehlgeschlagen. Ha! Begrenzer. Whirlpool. Du bist wahrscheinlich Wasser, ne? 10 KP Schaden. Wir heilen uns. Du bist wahrscheinlich Wasser? Ja. Nee, doch nicht. Okay, ich hätte es gedacht, das wäre jetzt Wasser, Psycho, irgendwie sowas. Aber gut. Psystrahl. Wir sind immer noch langsamer als alle anderen. Okay, das ist jetzt Damage. Der ist mir zu gefährlich. Nee, diesen Kampf schaffen wir nicht. Nicht mit Poli. Aber es ist verwirrt. Das ist gut. Und der Whirlpool macht auch Schaden. Aber wir gehen lieber. Da es aber Psystrahl hat, sollte ich nicht fliehen, sondern nicht zu einem Pokémon wechseln, was direkt Probleme hat. Oh shit, es. Oh shit, es wird das regeln. Und das werden, glaube ich, schon gute Erfahrungspunkte sein für Poli. Natürlich trifft die Konfusion. Oh, die ist stark. Junge, Junge, Junge. Biss. Biss sollte das Ganze... Turbo ist schnell. Was ist denn da los? Digga, wir sind fast 10 Level drüber und die so... Ich bin trotzdem schneller. Das ist krass. Turbutz wurde besiegt. Die hat aber 4 Pokémon, ne? Also es wären eigentlich gute Erfahrungspunkte für Poli gewesen. Superschall. Also sicher nicht. Poli. Level 16. Seemops. Ich kann es nicht mehr zurückwechseln. Poli würde sonst zu viel Schaden nehmen. Wir gehen auf den Bliss. Auf den Biss. Ja. Die Aquaknarre ist nicht gefährlich. Die Aquaknarre ist nicht gefährlich. So. Nochmal Bliss. Sehr gut. Oh, ich habe gar nicht Porygon reingeballert. Sehe ich gerade.
Lasst mich das mal nachholen. Wenn das Spiel gerade langsamer wird, dann liegt das an mir. Okay, das Artwork sieht echt nicht so gut aus. Das Artwork sieht echt nicht so gut aus. Ja, ist ein bisschen zu... Oh, Alter. Was ist das für ein Sprung? Naja, okay. Ich hoffe, das geht so in Ordnung. So. Gladiantri. Ist, glaube ich, Kampfstahl? Sicher bin ich mir nicht. Das war nicht sehr effektiv. Warum? Warum nicht? Erstauner? Alter, was bist du für ein Typ? Hä? Alter, ich habe jetzt wirklich keine Ahnung. Was ist denn Gladiantri? Alter, das ist Kampf. Kampfstahl wahrscheinlich, ne? Ja, kein Wunder. Dann habe ich nichts gegen den, ne? Ich habe nichts, was irgendwie effektiv sein könnte gerade. Schnecki gibt's nicht mehr. Gott, ey. Ich müsste wahrscheinlich jetzt hier so über mir so eine Rest-in-Peace-Box eigentlich mal einrichten. Das wäre doch mal, also... Ich will's nicht, aber ich muss es wohl. Oh, Mann. Gladiantri wurde besiegt. Oh, Gott, ey. Max wurde besiegt. Oh, Mann, ey. Wenn man seine Pokémon der Pokémon sind, entwickeln sie sich dort nicht weiter. Ja, das ist Fakt. Boah, das war ein harter Kampf jetzt gerade für Poli. Hat sich wacker geschlagen. Aber... Scheiß drauf. Oder Quatsch. Ah, da hätte ein Supertrank auch gereicht. Eieiei. Ein normaler Trank gereicht. Schade. War ich ein bisschen übermütig. Wir machen weiter. Wir packen Oh Shit S weg. Denn der ist langsam übermächtig. Und der Motor sollte da ein bisschen was machen. So. Bist du halt zum Kämpfen hier? Hm? Um nach Petrophia zu gelangen, solltest du dich nochmal auf Route 7 begeben und einen anderen Zugang suchen. Weil ich hier unten nicht langkomme. Wir haben keine Stärke. Okay. Na, dann ist das so. Die andere Höhle wäre tatsächlich besser gewesen. Die Abkürzung. Oh, Schneebedeck wäre auch nice gewesen. Ich glaube, also ich bin, glaube ich, ein Poli doch ein bisschen glücklicher. Glaube ich. Der Angriff steigt wieder. Warum ist jetzt die Flucht gescheitert, Digga? Du willst mich doch einfach nur schaden, weil jetzt kommt nämlich Hagel und macht mir Schaden, den ich nicht möchte. Ja, sie ist einfach nur Schaden genommen. Ja, das Spiel will einfach triggern. Jetzt habe ich den Faden verloren. Mit Poli bin ich auf jeden Fall glücklicher als mit einem Schneebedeck, muss ich sagen. So, wir nehmen die Abkürzung wie gewünscht. Okay, ich dachte, das wäre ein Trainerkampf. Ein wildes Svaroness wäre auch wieder stark gewesen. Da hätten wir wenigstens mal wieder mit Wasser-Pokémon und einem Flug-Pokémon gehabt. Ja. Naja. Weißt du was? Weißt du was? Ich schmeiß mal den Motor rein. Denn das sind gute Erfahrungspunkte. Das sind tatsächlich gute Erfahrungspunkte und Motor ist doppelt effektiv. Mit seinen Elektroattacken auf Svaroness, denn Svaroness ist Flugwasser. Und es ist Step, glaube ich. Ich muss mal gucken, was Motor drauf hat. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Weil die Psychoattacke war auch nicht effektiv. Also, Schockwelle. Schockwelle ist gut, glaube ich. Donnerschock. Bin ich dabei? Bin ich dabei? Sehr gut. Es sind weniger Erfahrungspunkte, als ich gedacht hatte. Ich werde dein Pokémon-Team etwas aufpäppeln. Ich hätte nichts machen sollen. Aber woher willst du das auch wissen? Woher willst du das auch wissen? So. Nochmal ganz kurz. Poli ist ein spezieller Angreifer. Und Rotom ist Elektrogeist. Warum war denn Psycho nicht effektiv? Das war noch bei... Erstmal ganz ehrlich. Ich meine, in der ersten Generation waren Alpollo... Nebulak und Gengar die einzigen Geist-Pokémon. Und da war es sehr effektiv, weil die, glaube ich, auch Gift sind, ne? Vielleicht ist es der Gift-Typ, aber Geist ist nicht schwach auf Psycho? Eine These von mir. Gerne in den Chat damit, wenn ihr das wisst. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist
Motor ist ja mal richtig OP. Er hat doch noch Schwebe, das heißt, Bodenattacken machen ihm gar nichts aus. Das ist Wahnsinn, ey. Also das ist wirklich Wahnsinn. Ich bin begeistert. Das ist bestimmt ein Item, oder? Nee, okay. Hier? Nee, auch nicht. Dann verlassen wir die Höhle auch wieder. Und sind auf Route 8 und das wäre wieder ein neuer Encounter. Ey, wir werden uns ja richtig zugeschmissen, hey. Wir haben ja noch eine Ersatzbank. Jetzt könnten wir down gehen in einem einzigen Kampf und wir könnten das überleben. Ich sage es einfach nur. Halt nicht so schnell. Oh! Dieses Spiel ist voller Story. Hahaha, verzeih, ich wollte dich nicht erschrecken. Na, geht's dir deinen Satzen ja gut? Hast du dich auch schon mal gefragt, wie es möglich ist, so ein Riesengebiet wie die Chaosregion mit nur einem einzigen Pokédex abzudecken? Da das tatsächlich unmöglich ist, werde ich deinen Pokédex mal eben ein klein wenig aufrüsten. Carlos Küsten-Pokédex. Okay. Tippen einfach mal um auszuprobieren. Bla, bla, bla. Okay, das war also wieder mal nicht wichtig. Naja, Item hier. Eine Wassertafel. Wir haben kein Wasser-Pokémon. Wir haben kein Wasser-Pokémon. Naja. Gibt's hier ein Item? Nein, wir sind falsch gejumpt. Okay, Encounter! Hier ein Item? Nee, auch nicht. Und es wird... ein Blitzer! Ah, wir haben schon Elektro-Pokémon im Team, aber Blitzer ist ja mal... holla die Waldfee! Oh! Schlafpuder. Hat's abgewehrt, natürlich. Und mit dem Sandwirbel wird's noch unmöglicher. Oh, shit. Das ist nicht gut. Oh, der trifft! Ja, Junge! Sehr stark. Wisst ihr was? Ich probiere es halt mal mit dem Superball aus. Was soll schief gehen? Es wird schwer zu fangen sein, weil ich glaube, Venus ist zu stark jetzt mittlerweile, um einen Counter zu fangen. Auch wenn das 8... Das sind 8 Level nur, aber ich glaube, so ein Rankenhieb ist schon... Ich glaube, er hat auch die Wiesentab von mir bekommen, ne? Okay, vergiss es. Okay. Okay, okay. Ich switche zur guten Polly oder Poli. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, weil die kann wenigstens schwächen. Download. Was kriegen wir? Angriff. Warum immer Angriff? Er pennt. Vielleicht haben wir ganz viel Glück. Machen wir einen Psystrahl. Er ist aufgewacht. Natürlich ist er aufgewacht. Er trifft. Okay. Jo, das war erstaunlich wenig Damage. Nochmal Psystrahl. Nochmal der Psystrahl. Das ist auch kein Damage. Mit dem Sandwirbel hat er uns ein bisschen... oh, das Leben schwer gemacht. Vielleicht verwirren wir ihn sogar. Das wäre auch nicht schlecht. Aber ein bisschen Damage muss er auf jeden Fall... oh, jetzt wird es langsam kritisch. Muss er auf jeden Fall kassieren. Er Rutenschlag, Sandwirbel. Der macht uns wirklich gerade fertig, ey. Ich würde es noch einmal probieren. Danach müssen wir ganz schnell raus. Jawohl! Kein Crit? Ja, sehr gut. So, ich... dieser Part ist... wow, also dieser Part ist, ich mach so, also das ist echt. Ohne Worte, ne? Ohne fucking Worte. Ich bin sprachlos. Wow. Kommen wir jetzt auch nicht mehr zurück, oder was? Machtband. Doch, ich komme noch zurück. Boah.
Das ist kein guter Part heute. Also echt, ich bin so komplett neben der Spur, Freunde. Das ist... Ich müsste den Stream eigentlich an dieser Stelle beenden. Boah. Ihr habt es ja schon mehrmals gesehen, dass ich hier auf... versehentlich auf Flucht komme. Oh. Hätten Blitzer fangen können, ne? Wir hätten verdammt nochmal einen Blitzer haben können. Wir haben es wieder mal verkackt. So was ich. Ich will mal den normalen Weg folgen. Oh Mann, das ist... Ja, ihr Gelaber wäre auch schön gewesen. Na, probieren wir es mal. Alter, immer diese fucking Volltreffer! Das ist doch nicht euer Ernst! Boah! Oh Mann, ey. Nee, nee. So, noch einmal und dann ist das weg. Oh, fuck. Ui. Oh ja, Gott. Ich meine, wir müssen Poli stärken, aber... Boah, Alter, meine Motivation ist gerade richtig in den Keller gegangen. Also dieser Part hätte irgendwie nicht schlechter laufen können, ne? Ich meine, wir haben Encounter verkackt. Wir haben ein Teammitglied verloren. Wir haben einen Counter dazu bekommen, was eigentlich hätte randomized werden sollen. Oh Gott. Das läuft nicht so gut, wie ich es erhofft habe. Wow. Und dann verkacken wir es nochmal. Mit einem verdammten Fluchtbutton. Gott. Das ist nicht wahr. Mm. Mann. Oh Gott. Das ist nicht gut. Ich will kurz was ausprobieren. Okay. Ich habe jetzt versucht, auf dem Steuerkreuz nach links zu drücken, damit ich direkt zu Pokémon komme und nicht mehr auf Flucht kommen muss. Das wäre so schön gewesen. Schockwelle. Boah, ey. Also echt, Alter. Das ist hart. Ich möchte auf jeden Fall noch in die nächste Stadt. Ich habe eigentlich so ein bisschen gehofft, ein bisschen länger aufnehmen zu können. So deutlich über eine Stunde. Nicht wieder zwei, aber deutlich über eine. Aber ich glaube, das ist nicht mein Tag heute. Das ist nicht mein Tag. Oh Mann. Au, Banane, ey. Wir nehmen die äußersten Wege. Und gucken mal, wo wir rauskommen. Nirgendwo. Also, das ist ja cool. Hat sich ja richtig gelohnt. Oh Gott, ey. Ah, das habt ihr natürlich clever platziert. Mein großer Traum ist es, Champ zu werden, also los, lass uns kämpfen. Trainerhoffnung Kimberly. Xatu. Wir haben nichts gegen Xatu. Zumindest nicht mit Poli. Man sollte ein hohes Level haben. Oh, das ist gefährlich. Aber der Motor hat da was im Petto. Gott, ist doch ein jeder Part! Oh, Beschwörung. Was ist Beschwörung? Schützt das gegnerische Team vor Volltreffern. Das schützt sich aber nicht vor den sehr effektiven Attacken, mein Freund. So, BAM! Es war klar, dass er sich überlebt. Es war klar. Sehr gute Erfahrungspunkte. Poli Level 18. Genesung. Wir hatten das, glaube ich, schon mal bei Schnecki. Ja, das hätte Schnecki aber trotzdem nicht gerettet. Was? Da platzt mein Traum, Champ zu werden. Auf jeden Fall, in 1000 Teile. Ah. Hier kommen wir auch nicht weiter. Okay. Das ist Salz in die Wunde, Pokémon. Das ist Salz in die Wunde. Das ist die Vorentwicklung von Libeldra. Dass ihr euch nicht schämt. Es kommt zu früh. Schnüff. Hallo? Wow, ich habe gerade im Kopf durchgespielt, wie ein Kampf zwischen uns verlaufen könnte und dabei gewonnen. Ob ich damit wohl richtig lag?
Trainer auf dem Chloe hat 3 Pokémon. Forstelka! Forstelka! Forstelka war, glaube ich, Käferstahl, wenn ich mich nicht irre. Spezialangriff von Polysteig, das ist nett. Bringt mir aber nichts. Mann, wisst ihr, was jetzt gut wäre? Ein Feuer-Pokémon. Da müssen wir zum Pflanzen-Pokémon Venus greifen, um eine Flammenattacke zu machen. Für Käferbiss ist, glaube ich, gefährlich. Oh, ja. Und ein Crit. Ja, Blauflammen. Müsste eigentlich, wenn er kein Schutzschild einsetzt, super effektiv sein. Naja. Das ist beim zweiten Mal. Nein, nein. Robustheit. Wisst ihr, wie ich diese Fähigkeit hasse, wenn ein Gegner die hat? Ja. Das kommt dabei raus. Magnaien. Bleiben wir mal bei, wa? Drohr. Rasierblatt. Das sollte eigentlich vollkommen ausreichen gegen Magnaien. Ich hätte ein bisschen mehr Damage erwartet, Venus. Das ist sehr, sehr enttäuschend. Junge, Junge. Nochmal. Ein Volltreffer. Okay. Rasierblatt? Ja, Junge! Ja, so muss das laufen. Magnaien hat auch gute Erfahrungspunkte. Auch nochmal 500 oder so. Ja. Level 23. Toxiquark! Das Problem ist hierbei, ich würde liebend gerne Poli einwechseln, denn mit Psystrahl macht es dieses Gift-Kampf-Pokémon alle. Aber weil ich es auch schon angesprochen habe, es ist Kampf. Es könnte Poli mit einem Schlag auseinandernehmen, ja. Ja. Oh shit, es ist auf gar keinen Fall. Schnapp hier auch nicht. Der Smoker muss ran. Der Smoker muss ran, denn der hat am wenigsten was zu kakeln gegen Toxiquark. Föhner. Wir können nur angreifen, ne? Meine ich. Ah, ich hätte auf Tackle gehen sollen. Ja, Gewissheit macht keinen Damage, weil er halt Kampf ist. Und Unlicht, ja, hat keine Schwäche gegenüber Kampf. Tackle. Wir können keine Giftwolke einsetzen, deswegen hat er uns jetzt auch gerade dazu gebracht, dass wir angreifen müssen. Giftwolke bringt auch nichts, weil er halt Gift ist. Da kann man nicht vergiften. Das war ein Volltreffer, okay. Dann machen wir noch einfach nochmal einen Tackle und dann war's das. So. Der hatte gute Pokémon. Der hatte gute Pokémon, wirklich. Und der Smoker hat ein gutes Level abbekommen. Chloe, seltsam. In meiner Gedankensimulation habe ich doch Volltreffer. Du hast Volltreffer gelandet, mein Freund. Also, das auf jeden Fall. Wo stehen wir denn jetzt? Eigentlich ganz gut, außer Venus. Zu Venus sollten wir nicht wechseln. Das ist ein Item. Ah, da kommen wir gar nicht hin. Ja. Alter, ein wildes Mega-Gengar. Wie krass wäre der Mega-Gengar gewesen als Encounter. Hätten wir eh nicht gefangen, weil ich geflohen wäre, aber es wäre mega nice geworden. Okay, Psystrahl. Das sind gute Erfahrungspunkte. Sehr, sehr gute sogar. Mann, auch fluchen, dann bin ich froh. Psystrahl. Und das war's. Jawohl. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Die Route ist noch nicht vorbei. Ich hätte jetzt gedacht, die ist vorbei. Ich wollte gerade sagen, ich habe bislang von dem Karateka wegen Kampf-Pokémon, aber wir sind bei Randomized immer noch. Barfuß wandere ich über den Bergpfad. Kannst du mich um ein Mahollo besiegen? Du hast kein Mahollo. Lüg doch nicht. Schwarzgurt Jonathan hat Hornweisel. Oder Hornweisel. Giftkäfer müsste es sein, oder? Giftflug sogar? Hornweisel. Kann sich übrigens nur zu Hornweisel entwickeln, ein Vadibri, wenn es weiblich ist. Finde ich ganz, ganz netter Hinweis eigentlich.
Die Zornklinge macht viel zu viel Damage. Das ist auf Level 20, sehe ich gerade. Wow! Wir müssen hier ganz schnell weg. Wir müssen hier ganz, ganz schnell weg. Oh, Mann, das ist auf Level 20. Wow. Venus? Oh, das war vielleicht ein Fehler. Das ist normal effektiv, ne? Sei bitte verwirrt. Ich poker jetzt. Oh! Meine Güte! Das hätte diesen Part richtig abgerundet. Wenn wir jetzt noch Venus verloren hätten, das von Weißel wäre in der nächsten Runde OP gewesen. Es wäre OP gewesen mit der Zornklinge. Wow. Weil Zornklinge ist wie Walzer und wird mit jeder Runde stärker. Und wenn man es nicht auffällt durch Verwirrung oder Schlaf oder sonst oder Besiegtheit, kann das Ultra Damage machen und Hornweißel war stark. Eigentlich war es mir ja immer klar, von Wandern alleine wird man nicht zum Sieger. Meine Güte, war das knapp! Wow. Wow. Der gute alte Schnappi muss mal nach vorne, weil der hat fast gar nichts mehr hier zu melden gehabt. Moment mal. Gab nicht mal ein Item dafür? Für diesen Horrorkampf? Ja, moin. Nichts? Das glaube ich jetzt nicht. Als ob? Nee. Okay, krass. Okay, krass. Ein Rätsel oder was? Ein Jump-Rätsel? Ein Rätsel? Okay, hier kommen wir nicht raus. Ich wollte aber nicht weiter. Ich wollte hier zu dem Item. Kann ich auch schräg springen? Okay, ich kann nicht schräg springen. Ist doch nicht schlimm. So, und dann springen wir einfach mal zum Item rüber. Eisenkugel! Haben wir nicht sogar eine Eisenkugel noch? Ich weiß nicht mehr. Oder was, so ein Stahljuwel, ne? Was ist hier? Achso, ja, gar nichts. Ja, klar. Gott, war das schlecht, ey. Seht ihr diese Blitze, die manchmal aufkommen, wenn das Spiel die Jumps macht? Gefährlich. Wir sind in Petrophia! Meine Güte, das war ein lang... Hey, Nachbar. Wer hätte gedacht, dass es nochmal ein bisschen Story gibt? Willst du kämpfen? Das hier ist Petrophia. Auf der anderen Seite des städtischen Aquariums liegt bereits Riviera City. Im Fossilienlabor können wir alles rund um das Thema Fossilien erfahren. Verschlüften wir so auch das Geheimnis, was diese seltsamen Steine mit der Mega-Entwicklung zu tun haben. Du willst nicht kämpfen, das ist doch herzallerliebst. Komme ich jetzt zu einem Item? Wo sind wir hier? Metronom? Das ist, glaube ich, gut zum Leveln, oder? Das ist, glaube ich, für Pokémon, die noch nicht entwickelt sind. Sehr, sehr stark, ne? Da ist doch irgendwas. Ich sage es euch. Machtband. Senkt Initiative. Macht Pokémon Sleeps Flug oder mit der Fähigkeit schwer anfällig für Bodentacken. Je öfter sie in Folge ausgeführt wird. Ist nicht das, was ich wollte. Je öfter sie in Folge ausgeführt wird. Betrifft das jetzt nur so Routen? Ach, Routenschlag, sag ich schon. Duplexieb und sowas? Keine Ahnung. Poli kann auf jeden Fall ein Item gut gebrauchen. Kann's auf jeden Fall. Wohin? Okay, hier gibt's gar keinen Weg. Interessant. Wir heilen. Und ich kündige euch jetzt schon an. Ich wollte mal, gucken, ob ich versteckte Items und so finde. Weil ich weiß nicht, wann wir ein Itemradar bekommen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das wollte ich auf jeden Fall mal machen, damit wir mal ein paar versteckte Items auf den Routen und so kriegen. Dann vielleicht ist auch da was Nettes dabei. Mit den Leuten wollte ich auch nochmal quatschen. Pokémon-Fossilien.
Okay. Ihr sagt nichts, was relevant ist. Wir wollen einkaufen. Naja, wir haben ja nichts gefangen. Wir sind ja eher geflüchtet. Gott! Könnte ich mich dafür selber ohrfeigen? Das ist so schlecht gewesen. Um Gottes Willen, ey. Oh. Also ernsthaft. Wir hätten einen Encounter mehr. Einen verdammten. Wo kommen wir denn hier lang? Nirgendwo hin. Okay, cool. Eine Arena scheint es ja auch nicht zu geben, oder? Fossilienlabor, da brauchen wir nicht hingehen. Okay, hier kommen wir raus. Mit euch quatsche ich jetzt mal nicht. Ich glaube nicht, dass ihr was... Warte mal, war das Sanna? Ne, das sind andere Kinder. Grüß dich, Waldgeister Trainer. Dir steht der Sinn gewiss auch danach, Pokémon zu angeln, um dich mit ihnen anzufreunden, nicht? Ich habe mir das schon fast gehört, der sieht doch aus wie ein Angler. Ja, ich möchte angeln. Dann könnten wir in den Städten auch angeln und da ein paar Encounter holen, ja? Oder vielleicht sogar in der, Villa da. Ein Angel ist schon was Tolles. Ja. Ich weiß, wie man angelt. Einfach A drücken, wenn der Ausrufezeichen kommt. Route 8. Route 8? Route 8? Route 9? Route 7? Geolink-Höhle? Wir gehen wieder... Wir haben keinen Counter frei! Weil das Route 8 ist, ne? Also ich gehe nochmal zurück, aber ich meine, wir haben keinen Counter frei auf Route 8. Weil wenn wir jetzt wieder hochgehen, kommen wir zu Route 8, ne? Ja! Nein! Aber wir können vielleicht einen Petrophia angeln, wenn wir irgendwie... Ja, wir sind aber echt weit weg vom Wasser, ne? Das wäre auch zu schön gewesen. Wobei das Schild da unten war doch was weit weg, ne? Route 8. Da ist Route 8. Da können wir laufen. Petrophia! Wir könnten angeln! Okay, den will ich nicht kaputt machen. Ist hier sonst noch irgendwas? Wir könnten hier angeln. Ein Fossil! Oh, das ist ja auch richtig gut. Wenn das randomized ist. Ich möchte auf jeden Fall angeln. Auf jeden Fall. Das wäre ja mal, super. Ich weiß nicht, wen ich vor mir habe. So, ich habe zu früh angezogen, zu Recht. Denn ich brauche jemanden zum Einschläfern. Beziehungsweise... Venus ist zu hoch gelevelt mittlerweile. Das ist gefährlich, was wir hier machen. Ich kann kaum noch Schaden machen, ohne dass das Pokémon wegstirbt. Sonst haben wir hier wieder Libeldra und Arktos-Drama. Das will ich nicht. Okay. Seht ihr das da im Wasser? Wenn ich jetzt mal... Hier, schaut mal ganz links von meiner Figur. Da glitzert es ganz komisch. Ist da ein Item versteckt? Oder ist da... Ist das einfach... Weil ich sehe es nirgendwo sonst. Keine Ahnung. Wir haben eh keinen Surfer. Es bringt nichts, ne? Nochmal angeln. Wie die Musik leiser wird. Ich hab's zu spät eingezogen. Ich hab's zu spät eingezogen? Kollege, das ist nicht wahr. Okay. Auf ein neues! Es beißt einfach nichts an. Nicht Pokémon. Ich könnte es registrieren, ne? Könnte ich. Will ich aber nicht. Ich will nicht die Angel hier haben. Und es ist... Zum Geier noch ein Elektro-Pokémon? Es ist Pikachu. Pikachu sollte eine ausgezeichnete Fangrate haben. Also, das sollte eigentlich echt kein Problem sein. Pikachu pennt. Hat auch sogar ein Voice-Over bekommen. Nette Sache. Pokéball. Und das sollte eigentlich ausreichen, hoffentlich.
Und die Reservebank wird gefüllt. Hä? Du könntest dich neben Blitzer einreihen, aber das ist eine andere Geschichte. wir sind, glaube ich, immer noch im Friedhof, ne? Weil wir jemanden weggegeben haben. Es hat kleine Backentaschen, die mit Elektrizität gefüllt sind. Bei Gefahr entlädt es sie. Klar. Der kleine Schocker. Es ist nicht innovativ, aber... Freunde. Ist Pikachu auch nicht. Schocker. Ja, doch ein Encounter mehr. Das ist doch, super toll. Und wenn wir den merken langsam... Wir gehen aufs Ende des Parts zu, auf jeden Fall. Poli. Oh. Hier, ja, klar. Mittendrin ein Baum. Mit einer Magobeere, wenn sonst nichts ist. Wenn sonst nichts ist. Sind hier auch keine Gegner oder Items? Wachsmulch! Okay. Das fällt mir ein richtig schlechter Witz ein. Den sag ich aber lieber nicht. Wenn ich den noch nicht mehr richtig kann. Oh Gott. Du wirst bestimmt kämpfen, ne? Oder? Oh weh, oh weh, oh weh! Stopp! Ich habe das Fossil, das ich ins Fossilienlabor in Petrovia bringen wollte, irgendwo verloren. Entschuldige bitte, aber würdest du warten, bis ich es wiedergefunden habe? Ja. Ist kein Problem, wir haben auch ein Fossil. Wir haben auch ein Fossil, das würde ich sogar glatt auflösen. Boah, das wäre richtig... Oh, Leute, da haben wir ja aber richtig was auf der Box. Was ist denn hier los? Ja, moin. So. Das Fossilienlabor war hier, ne? Das sieht doch aus, als könnte ich hier was machen. Oder? Was sagst du denn? Solltest du jemals in den Besitz eines Pokémon namens Genesect gelangen, lass mich wissen. Wer zu mir ins Fossilienlabor bekommt, hat meistens selbst ein Faible für Fossilien. Ja, das ist alles okay, aber... Oh, wieder Story. Einen Augenblick! Herzlich willkommen, zukünftige Archäologen. Euch führt wohl auch die unwiderstehliche Anziehungskraft der Fossilien her, stimmt's? Ja, klar. Ich heiße Serena und das hier ist Bilamba. Verzeih, dass wir dich so überrumpeln, aber weißt du zufällig irgendwas über das Thema Mega-Entwicklung? Oh, hallo, ihr müsst Professor Platans Schüler sein. Ich hab schon von euch gehört. Ich würde euch zu gerne helfen, doch ich weiß leider nicht viel über die Mega-Entwicklung. Nur, dass sie irgendwie mit mysteriösen Steinen in Zusammenhang steht. Da ihr jedoch Schüler des Professors seid, wisst ihr bestimmt einiges über Fossilien, oder? Ja. Sehr gut. Hätte ich auch nichts anderes... Ja, komm. Nichts Neues. Könnt euch der Assistent dann bestimmt Auskunft drüber geben? Leuchthöhle. Okay. Ein Versuch ist wert. Wo wir nun schon mal hier sind, könnten wir auch gleich bei dem Assistenten vorbeischauen. Was sagst du wieder mal? Sollen wir zur Lichthöhle aufbrechen? Also kann ich hier keine Fossilien... Aber hier oben war noch, glaube ich, irgendwas, ne? Ne? Nicht verguckt? Oder war hier unten was? Okay. Hier gibt's keine Arena, finde ich ganz komisch. Ganz, ganz wilde Geschichte. Naja. Ist das der Assistent? Du machst dich zur Fossilensuche in die Leuchthöhle auf, nicht wahr? Doch dann gelangst du nur auf dem Rücken eines Rihorn. So kann man sich für eine kurze Sess mit der berühmten Rihorn-Jockey Primula fühlen. Das hat so seinen ganz eigenen Reiz. Toll. Ich reite auch sehr gerne auf Rihorn. Ach ja. Okay, A drücken. Okay. Yo, was? Beulenhelm? Das ist nett. Das ist wie die Fähigkeit Rauhaut, wie sie selber sagt. Das ist extrem gut. Das geben wir tatsächlich dem guten alten Oh Shit S. Der hat nichts mehr. Kommt gut. Route 9, hier könnten wir auch ein Pokémon fangen. Aber, Freunde, das würde ich sagen, das machen wir im nächsten Part. Denn ich will mein Glück nicht weiter ausreizen. Nach dem Blitzer und Libeldra Fiasko, da möchte ich nichts mehr, riskieren. Das sage ich euch, wie es ist. Also, ja. Wieder einmal danke fürs Reinschauen, Leute. Und im nächsten Part schauen wir mal, was wir da alles noch erleben. Ja, und bis zum nächsten Part und ciao.